Hallo ihr Gwirlinge, es geht weiter mit dem Affenstamm der Gwirlinge im prähistorischen afrikanischen Dschungel als Mitschnitt aus dem Livestream auf Twitch und vielleicht merke ich auch irgendwann mal, dass das Mikrofon noch aus ist. Hallo? Scheiße. Ich hab nur die Zuschauer begrüßt. Nichts Schlimmes. Ja. Ich bin so ein geübter Streamer. Was passiert mir jedes Mal mittlerweile? Das wird so gewundert, bitte, aber wie. Ich werde auch älter, weißt du? Ich habe gesagt, wir wollen mit Po neue Sachen beschließen und begrüßen. Und vor allen Dingen auch entdecken, riechen und hören inklusive. Und wollen dazu als nächstes eigentlich dahin, weil das ist am nächsten quasi. Und zwischendrin mal irgendwas schnabulieren, wäre nicht schlecht. Da ist doch was, das ist doch so fein. Oh, das ist alles nur ein Schwein, ist nicht schlimm. So, wo war jetzt das? Das war ja vor dem Schwein. Da wären noch diese Beeren. Ach, das sind auch diese Beeren, das ist kein Kartblatt. Aha. Oh ja, das ging aber hin. Oh, du brauchst ganz dringend ein bisschen Marmelade. Bitte keine schlechten Beeren jetzt, ja? Nur die roten fressen. Nur die roten. Nur die roten in die Pfoten. Geht's besser, ja? Ich habe den Chatverlauf grob überflogen und habe dann beschlossen, dass das, dass ich heute Nacht nicht schlafen kann, wenn ich das noch weiter lese. Deswegen habe ich es dann beim Überfliegen belassen. Wer das deiner Frage beantwortet. Das noch. Da kommt die noch. So. Boah, den ganzen Tag nur für, hallo Schweine. Den ganzen Tag nur für Kapokfasern gebraucht und jetzt irgendwie gleich wieder schlafen müssen. Hallo. Hallo Revier. Komm, wir riechen mal so ein paar Sachen, die wir kennen. Da sind Schnecken. Da unten ist was Neues, das riechen wir lieber nicht, das nicht gut für deinen Dopaminspiegel. Das ist alles bekanntes Zeug. Das da auch. Da oben hinten. Ja, das ist gut. Noch irgendwo was? Gibt's was, was du kennst? Das kennst du? Ja, genau, das ist Stangeria. So, wir müssen jetzt zur Eroberungszone. Das schaffst du, Po. Wer, wenn nicht du? Du trägst den Namen eines Teletubbies. Das muss was werden. Guck mal. Jawohl. Dann können wir versuchen, zurückzugehen, wo auch immer zurück gewesen ist, um dort bei den Schnecken im Schlamm irgendwas Neues zu entdecken. Was ist das? Loch zum Stochern? War hier nicht irgendwo was Neues? Nee? Oder doch? Ich
hätte gedacht, dass bei den Schnecken hier irgendwie geruchsmäßig was Neues war. Das sind aber nur die Schnecken. Komisch. War das woanders? Wohl bekomm's. Das hier noch. Was schreibt ihr da? Ihr habt mich völlig abgehängt. Kann mir bitte jemand den Chatverlauf der letzten 5 Minuten in einem einzigen Beitrag zusammenfassen? Wolfram, du vielleicht, als Unparteiischer. Ich zähle auf dich. Ah! Mann! Hau ab! Oh! War es jetzt nur der da? Ja. Wie oft habe ich ihm schon eine auf die Rübe gegeben? Gefühlte 10 Mal. Der will einfach nicht sterben. Das ist ja das, was ich sage. Ich habe den Verdacht, dass mit dem Keulen, mit diesen Keulenschlägen einfach die Viecher nicht wirklich gut sterben. Man hätte den mit den Stockstichen schon längst über den Jordan befördert. Aber so. Ich hätte mir immer wieder einen neuen Stock machen müssen, aber dann wäre der weiße Tiger wäre mit so vielen Stockhieben, wie er hier schon Keulenhiebe bekommen hat, schon längst K.O. Dann hätten wir gleich den nächsten Stalker, aber was soll's. Die Evolution Frankreichs und seiner was passiert hier? Leider können wir die Frösche nicht fressen, Simon. Ich habe schon ein paar Mal probiert, das geht nicht. Wir können die Frösche nicht als Nahrung identifizieren. Was ist denn hier los, Mensch? Trampelaffe. Ich will zu dem da unten will ich hin, genau. Oh, ist das tief. Hier oben wirst du schlafen. Und wir werden mal gucken, ob wir dir noch irgendwie was Neues beibringen können. Oder riechender, hörender Weise. Also ich möchte in der Episode auf alle Fälle mit ihm wieder ins Lager zurückkehren, um zu wissen, wie viele Neuronen wir haben. Also eins wissen wir ja, aber wenn wir das eine aktivieren, kann es ja sein, dass ein zweites dann auch noch gleich voll ist. Das hatten wir schon mehrfach. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir hier irgendwann ihn auch wieder mal in einem Bogen zurückschicken, wo auch immer zurück sein kann eigentlich. So. Stell dich mal hin. Hör mal. Nichts zu hören. Dann würde ich dich bitten, jetzt hier den Stock, die Keule nicht zu verlieren. Das geht wunderbar. Dann hier kurz Nächtle. Bitte nicht mehr den Chat lesen. Memo an mich selbst. So. Wo war noch gleich? Das nächste Ding? Nee. Da
Hinten ist was, aber zu weit weg. Hier unten war das doch, genau. Oh, wie kommen wir denn da hin? Runterspringen ist keine gute Idee. Wir müssten eigentlich klettern. Ei. Oh, wow. Naja, probieren wir es mal hier. Oh, ja, schön. Ei, Mensch, Affe. Mitdenken. Wir müssen da rüber. Was ist denn los hier? Ist aber gar nicht so schlimm. Ist ja alles so schlimm, dass du da gar nicht... Aber bei da ist ein Baumstamm, den können wir benutzen. Den lass ich mal ausruhen. Kurz. Nein, heb das Ding wieder auf. Scheiße, das wollte ich ja gar nicht. Ich will, dass du das machst. Steuerung, mehr Kraut vor dir. Haben wir irgendwas außer... Nee, da hinten ist... Nee, ist gar nichts. Nur hier entdecken. Ich kann doch bestimmt hier wunderbar runter. Man kann auch irgendwie die Liane klettern. Ja, zum Beispiel so. Haha! Wie eine Elfe! Achso, die Pilze haben wir lange nicht gerochen, richtig? Sind das nicht die Pilze, die wir in der ersten Basis hatten? Nee, sind es nicht. Die wuchsen auch auf einem Baumstamm, aber es sind nicht die auf dem... Oder doch? Doch, es sind die. Es sind genau die. Aber wir können sie nicht verdauen. Das wissen wir. So, wo ist denn jetzt dieses Ding gewesen? Da oben. Ach, ist wieder da oben. Wie soll ich da... Danke für die Zusammenfassung. Wir müssen schon wieder neu das Revier erweitern. Das kennst du alles. Da ist wieder auch was im Wasser, was du nicht kennst. Das kennst du, Schachtelhalm. Das kennst du auch. Wir können jetzt versuchen, die Eroberungszone zu erreichen. Die ist dann auf der anderen Seite. Und da müssen wir sowieso dann irgendwo hochklettern. Hier ist irgendwas Neues, oder? Oder auch nicht. Wo ist die Zone? Hier ist was, was komisch wabert. Da ist die Zone. Überwinde deine Angst. Gut. Oh, das hier, die Steine, die ist noch nicht neu. Das ist doch was ganz Normales. Das ist doch, ja, Granitfelsen. Hab ich wohl nicht rationalisiert. Jetzt haben wir hier oben immer noch in der Kluft. Wir müssen irgendwie oben an der Felswand hängen und dann können wir es vielleicht entdecken. Wo genau muss ich sein, Spiel, um dort dieses Fragezeichen zu entdecken? Ah, hier geht's. Feuer frei! Neue Sehenswürdigkeit. Großer See, unter den Fällen, Oase. Mhm. Wenn ich gelegentlich seufze, liegt das vielleicht an der Steuerung des Affen, vielleicht aber auch an dem Chat.
Kannst du hier dich ausruhen auf dem Ding? Hey, naja, hier unten kannst du dich ausruhen. Oh Mann, du hast aber jetzt echt Kraft gelassen. Wow. Schnell was gefuttert. Alle Schachtelheime für dich. Nee, war doch nicht so schlimm. Jetzt kommt die Erholung. Jetzt kommt ein Krokodil aus dem Wasser und frisst dich. Nicht mal in Ruhe fressen kann man hier. Ich habe ihm jetzt übrigens eine über die Rübe gegeben, obwohl ich die Keule in der falschen Hand hatte. Ich war ja gerade am Fressen. Ist er noch irgendwo hier? Nee, er ist weg. Sonst wäre ich schon wieder im Affenstall mit einem neuen Affen. Wow, dieses Schieß. Echt, das nervt mich ganz heftig. Mieze Katze. So. Wir müssen irgendwie wieder zurück langsam mal. Wo ist denn zurück? Da ist zurück, scheiße. Haben wir zwischendurch noch irgendwas anderes zu machen hier? Da hinten ging es weiter. Ist aber alles weit. Vielleicht reicht's ja. Ist das der große... Nee, das ist nicht der große Wasserfall. Oh. Ah, das machen wir noch. Das ist doch nah. Wir waren ja in der letzten, vorletzten Episode mal einen großen Wasserfall runtergedonnert, um dann diese Insel in dem See zu entdecken, aber das war nicht der Wasserfall hier. Hier oben ist was, oder? Ah ne, es ist dahinter. Da oben gibt es keinen Tiger. Glaub mir. Hier gibt es nur Adler. Und Kartblatt. Wo ist denn jetzt das Gemerkte? Schon wieder weg. Wo? Da unten ist ein schwarzer Schnurri. Ach, das ist da, der nächste Felsen ist das. Ei. Ja, gut, das machen wir. Das kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie kriegen wir das hin. Ich muss nur an dem Katertier vorbei. Und dann... Dazu sollte ich ihn mir einprägen, wo er ist richtig. Also mach den, stell dich hin, höre. Da ist er, mutmaßlich. Ja, da müssen wir dran vorbei. Was kriegen wir hin? Denn die nächste Felswand ist ja schon hinter dem nächsten Baum, quasi. Der ist weit weg. Ist gerade am Strullen. Revier markieren. Wobei, das machen Katzen irgendwie anders, glaube ich. Und dann, da oben, eine Felsspitze. Das hat man noch nicht, dass so ein Felsen eine Sehenswürdigkeit war, oder? Hatten wir das schon mal? Wir müssen zwischendurch sogar Pause machen. Wegen Konstitution. Konstitutionwurf erschwert um 5. Hol dich aus. Gut. Nächste Etappe. Geht das? Da, wo die Palmenwedel wachsen, das schaffen wir auf alle Fälle. Die Musik ist auch ein bisschen nervig gerade wieder. Gut.
Hol dich aus. Das kriegen wir auch hin. Oh nein. Nicht schon wieder. Ist das hier oben immer noch nicht Clan-Territorium? Ich muss aber erstmal was entdecken da oben. Okay, wir versuchen zu rationalisieren. Hier ist nichts. Hier ist überhaupt nichts. Oh, ein Smaragd. Das kennen wir schon. Esmeraldus, ja. Aber hier ist überhaupt nichts, was ich rationalisieren kann. Mist. Ah, das geht aber. Okay, das ist gut. Kapok-Faser, wenn ich gleich wieder blute. Was zu riechen? Da ist was zu riechen. Da hinten wachsen irgendwelche Birnen. Die kennst du. Machen Durchfall. Ansonsten gibt's nirgendwo was Bekanntes für dich. Riechen kannst du auch nicht, bist so weit weg. Ah, das ist bitter hier oben. Kann nicht vernünftig rationalisieren. Vielleicht ganz oben. Das da ist noch was. So, jetzt Eroberungszone. Wo wäre die denn grundsätzlich? Ah, die wäre in der Richtung. Dann muss ich die ganze Fels wieder hochklettern. Stimmt's? Will ich das? Will ich nicht. Wo ich doch hier wunderschön entdecken kann. Fokus. Oder kann ich hier nicht entdecken, wenn ich in so einer doofen Eroberungszone bin? Geht nicht, oder? Es geht gar nicht. Mist. Ich muss es erstmal eingemeinden, bevor ich es entdecken kann. Und das heißt, ich muss die ganze Scheiße wieder runter. Ja. Und das geht auf die Kondition, die ich nicht mehr habe. Und ich kann bei dem Licht ganz schlecht einschätzen, wie tief es noch ist. Da ist eine kleine Stufe. Ruh dich aus. Schöpfe Atem. Wir müssen in diese Richtung. Tut mir leid. War nicht meine Idee. Das Spiel trollt uns. Kannst du da auf den... Ja, kannst du theoretisch. Und dahin. Nächster Ast. Und gib ihm. Mann. Jetzt würde ich ganz gern doch nochmal... Wo war das denn jetzt? War das der Felsen? Ah, der ist genau. Aber Vorsicht, vielleicht sind jetzt wieder irgendwelche Viecher hier. Da ist was. Das ist nicht Schnurri, das ist was anderes. Hallo? Was ist das? War doch gerade was. Ah, ein Python. Oh, es ist ein Baumstamm, der da liegt. Das macht nicht so ein Theater deswegen. Wir müssen wieder rauf. Ich möchte diesen Felsen erkunden und von da aus dann wirklich die Heimreise antreten. Aber erstmal ausruhen. Ausruhen. Das war schon alles. Das ist anstrengend. Wir können da oben auch gleich schlafen, denke ich mal. Das ist sicher. Wobei, Greifvögel.
Ein Drive-In für Gaukler ist das. Ein Fly-In. Was soll ich mit dem Smaragd? Wir haben schon einen Smaragd. Wenn es ein anderer gewesen wäre, okay. Es gibt ja noch drei Edelsteine, die wir noch nicht gefunden haben. Dann gerne aber so. Bei dem Smaragd würde ich sagen, der bringt uns nichts. Oder gibt ein Smaragd Nummer 2 auch irgendwas, so ähnlich wie ein Meteorit Nummer 2. Wäre mir bisher aber nicht geläufig. Pecunia Nanolet. Oh, die Bildungsbürger bei mir im Stream. Wow. So. Du bist der Adlerhorst. Hoffentlich nicht. Die Brudermegalithen. Aha. Boah, die hängt schon die Zunge raus. Der Arme. Die Welt ist echt groß, oder? Wenn wir es von hier aus zum alten Dagon müssten. Da wollte ich ja 2 Episoden für brauchen. Ein Kapitel Gegenstand ist vergessen. Das war ja auch nur die Basis. Oder der Schnurri unten. Hast du ja schon wieder Revierbedrohungsprobleme oder was? Na komm. Leg die Keule weg. Und schlaf erstmal. Den Smaragd, den nimmt uns niemand mit weg. Den können wir auch in der nächsten, am nächsten Tag uns angucken. Das Problem ist, ich nehme das dann jetzt mit. Aber wir brauchen Wasser. Ich nehme den Smaragd mit. Und dann ziehen wir um und dann muss ich ihn aus der alten Basis wiederholen. Das ist ja auch scheiße. Wo ist denn der hier? Ja. Kennst du ja schon. Wow, was für ein Kaliber. So, jetzt müssen wir mal dringend in die alte Basis. Die ist da hinten. Das heißt, wir müssen... Oh, kann man an dem... Das ist das, was ich sage. Ja, was machst du denn da? Mensch. Oh. Willst du runter, ja? Das glaube ich. Aber nee, kletter hier rauf. Kannst du hier stehen? Kannst du nicht, das ist schlecht. Da drüben ist... Ja, ich weiß, du hast gleich keine Lebenserwartung mehr. So. Lass ich die jetzt fallen? Hol dich aus. Was, Durst? Da ist ein fließendes Gewässer, da kannst du trinken. Ich weiß doch, dass wir trinken müssen. Aber wo denn? Hier oben an der Felswand gibt es kein Wasser. Komm, Mut. Ugh. Schlepp dich zum Wasser. In ein paar Millionen Jahren mag er viel wert sein. In ein paar Millionen Jahren ist er aber auch völlig verbummelt und verlegt worden. Also, wir müssen jetzt hier leider das ablegen. Trink was?
Die Äffchen geben ihre Schätze sorgsam weiter, genau. Es liegt in der alten Basis immer noch der angekaute Fisch von vor über einer Million Jahren. Den kann man immer noch essen, theoretisch. Trink dich sitt und satt. Jetzt bringt's nichts mehr. Ja, weg damit. Wir brauchen erstmal dringend wieder deine Keule. So. Ach, von hier aus kennen wir es doch eigentlich fast, oder? Ist jetzt hier vorne nicht die Insel, wo wir den Meteoriten gefunden haben? Ja klar, da, also hinterm Affenkopf, da ist der Felsen, wo wir in der vorletzten Episode mit einem anderen Affen den Meteoriten gefunden haben. Das heißt, wir haben jetzt mehr oder weniger den gleichen Rückweg vor uns. Luther ist wieder in Hochform heute. Wir gehen mal. Ah, das. Da ist ein Krokodil, was wahrscheinlich keine Schweine frisst. Und das nochmal eins. Hören. Lange. Krokodil können wir noch nicht hören. Habt ihr ein Problem mit mir? Ihr Rüsseltiere. Hey! Oh. Na komm runter hier. Ich lots euch zum Schwein und zur Schlange. Zurück zum Krokodil, zur Schlange und dann lösen die Reptilien meine Warzenschwein-Probleme. Die ist immer noch, die jähzornig. Lass mich doch mal in Ruhe. Da ist das Krokodil. Immer schön hören. Da ist die Schlange. Ich bin gar nicht hier. Lass mich in Ruhe. Bin nur nach Hause. Da, wo die Affen schon alle von euch ausgerottet haben. Da will ich hin. Ja, hier gäbe es was zu futtern potenziell. Leg das ab. Komm, eine so eine Birne. Das macht den Magen voll. Das muss den Magen voll machen, so groß wie die ist. Selbst in zerkautem Zustand. Ich kann heute sagen, was ich will. Wo ist denn ist der Stein hier? Komm, so, genau. Das haben alles schon andere Affen vor dir revisiert hier. Das heißt, ja, hast du keine Angst? Die du sowieso nicht hast, weil du ja diesen Markt bei dir trägst. Völlig richtig. Dann können wir eine Mineraliensammlung aufmachen. Oh, Schweine, wo das Auge blickt. Oh, da gibt's Flusspferde. Ah! Dieses Scheißvieh. Ja. Das muss jetzt reichen, endlich mal. So, ich bin noch mit irgendwas in einer bedrohlichen Paarung hier. Da hinten sind drei Schweine jetzt schon. Da gibt es Krokodile im Wasser. Ah, das sind Flusspferde. Aha. Kann man Krokodile und Flusspferde aufeinander hetzen? Nur mal so. Hier unten. Fall da nicht runter. Mensch. Durch den See sind wir durchgeschwommen.
Ich glaube, das juckt die überhaupt nicht. Nee. Wir müssen ja Kartblatt fressen. Oh, nee. Oh. Flusspferd. Oh. Bye, bye, Affe. Oh. Oh, was ist hier los? So, Schnurri, jetzt will ich mal sehen, wie du performst. Oh, Hysterie, ja. Alles scheiße, jetzt ist der Affe wieder zu Hause. So leicht geht das. Schön. Leicht und zeitsparend. Du bist am Bluten, hast dir alles gebrochen und so. Und wir haben aber hier ablegen. Wir haben hier Feines für die Wunden. Das war doch mal eine Abkürzung, wie ich sie mag. So, dann ist die Blutung weg. Genau, und ja, du könntest jetzt theoretisch da unten dieses Kartblattzeug fressen. Ach, das gönnen wir dir. Wir haben so viel Zeit gespart. Mit irgendwas deiner gefährlichen Paarung. Ja, Menschenskinder! Ah! Solche Sprüche kommen nur, wenn ich so viel Chat von euch lese. Das wird im Unterbewusstsein doch aufgenommen. Es gab doch hier irgendwo feinstes Kartblatt. Das war doch hier irgendwo noch eins tiefer, glaube ich. Ja, so, da kannst du dich dran aufbauen, jetzt hier an diesem Baum. So, das hilft gegen Knochenbrüche, das hilft, den Dopaminspiegel wieder anzuheben. So, und schon haben wir wieder einen fitten Affen. Mit Keule. Ja, friss das auch noch. Mensch, Po, das hast du gut gemacht. Vor allen Dingen dein letzter Stunt hier. Das Nilpferd entdeckt, das Nilpferd auf den Stalker gehetzt, dem Nilpferd ausgewichen. Mann, das gab Neuronen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wirklich nach wie vor nur dieses eine Neuron haben oder ob sich irgendwas Neues noch ergeben hat. Wäre irgendwie fair. Ansonsten weiß ich auch nicht, was wir noch machen sollen im Moment. Die sind alle da, sitzen die Kleinen hier. Wieder ab in Schule. Also, leg dich mal hin. Wir evolutionieren dich mal ein bisschen. Ja, es ist bisher nur das eine. Geruchsidentifikation. Mhm. Okay, ist noch eins dazugekommen. Ist die Verbindung hergestellt, wird die automatische Erkennung aller harmlosen Gerüche der gleichen Spezies möglich? Ja. Ja, dafür reicht es wieder nicht. Also zwei Neuronen hat uns Po eingebracht. Es gibt einen verlorenen Affen, was? Moment. Okay, ein Affe ist uns verloren gegangen. Woher auch immer.
Es kann ja nicht Po gewesen sein. Das ist ja immer noch Po hier, ja. Alle anderen waren ja eigentlich nie weit weg. Aber ihr habt recht, da ist einer nicht im Lager. Ich weiß aber nicht, wo der hier sein soll, richtig? Umhören? Der kann ja sonst wo sein. Das da unten sagt er nur, welcher Affe nicht da ist. Und sagt nicht, wo er ist. Oh, da ist er. Kommst du? Ede. Was du da oben? Haben wir dich beim letzten Expeditionsausflug da oben irgendwie verloren? Aber es waren doch wieder alle zurückgekommen, bilde ich mir ein. Schwierig. Ja, geht aber. Genau. Auf zwei Beinen über die Äste laufen. Das sind die richtigen Affen. So, wo warst du jetzt? Du warst doch hier in der Nähe. Jetzt folgst du mir ja auch, richtig? Also bist du jetzt hinter mir. Da unten ist irgendwas. Das ist aber nur die nächste oder der normale Python, der an der Stelle immer ist. Ja. Ich glaube, er folgt mir jetzt. Ach, da ist er. Ja, gut. Komm du mal mit zurück ins Lager. Die machen sich alle Sorgen. Patrick, schlaf gut. Danke für den Sub. Oh Mann, du schleppst dich schon wieder ins Lager. Du brauchst dringend Pause. Hat jemand eine Idee, wie wir an noch weitere zwei Neuronen kommen? Ich habe keine mehr. Wir könnten versuchen, in der Gruppe Viecher zu bedrohen. Das können wir noch machen. Das können die Rentneraffen zum Beispiel machen. Mit den Python und irgendwelchen anderen Viechern, die in der Nähe sind. Das wäre doch ein Versuch wert. Also, wir hatten hier noch was. Das mit den Bauten, da brauchen wir eine Mutation für. Hier. Die Fähigkeit zum Bauen kann noch verbessert werden. Was soll man denn bauen? Die Vorbereitung einer Attacke gegen einen speziellen Typ von Gegner. Da weiß ich auch nicht, welcher Typ das sein soll. Hier unten war irgendwas. Ne, das brauchst du eine Mutation für. Hier. Die von einer Gruppe ausgehende Einschüchterung kann noch weiter verbessert werden. Das da. Das können wir doch auf jeden Fall machen. Und das hier ist das gleiche nochmal. Also wenn wir jetzt mit einer Affengruppe losgehen, die alle bewaffnen und dann jedes Tier erstmal nur versuchen einzuschüchtern, dann müsste es doch eigentlich passen. Und ja, Betten, Barrikaden und Dornwände ist richtig, Peter Buffy, aber in der nächsten... nach dem nächsten Evolutionssprung müssen wir sowieso neue Betten bauen. Dann bauen wir automatisch und dann würde ich die nächste Clan-Ansiedlung, wie auch immer sie aussieht, auch ein bisschen mit Barrikaden wieder zubauen. Dann mache ich das automatisch. Ich würde das jetzt ungern jetzt bauen und dann nochmal. Ich würde jetzt lieber versuchen, die beiden wieder zu holen. Also in der Gruppe Gegner einschüchtern. Das ist das Ziel.
Das würde ich mit alten Affen machen, falls es in die Hose geht. Oder? Nee, ich kann es mit Affen machen, die halt keine Mutation haben, die wir nicht brauchen, sozusagen. Gewaltig gesagt, Art Theater, genau. Wie lange ist jetzt schon die Episode? Hat jemand das im Blick? Ich glaube, wir machen hier Episodenwechsel. Das bietet sich einfach an, weil wir jetzt was Neues machen wollen. Wir wollen mit einer Affengruppe losziehen und Gegner einschüchtern. Das ist was ganz anderes. Da wollen wir Po vielleicht auch mal... Ah doch, den nehmen wir wieder mit als alten Fahrensmann. Aber das ist was ganz, ganz Neues. Das machen wir dann in der nächsten Episode. Gib mal dein Ding her hier. Zack. Neuronale Energie haben wir genug. Wir haben noch eine Expedition am Laufen. Das will ich eigentlich gerade nicht. Oder vielleicht doch. Du kannst ja schon mitkommen, richtig? Oder bist du einer mit Mutation? Oh, du bist ja ganz schwach. Eieieiei. Du kannst ja kaum noch kriechen. Verarzt werde ich noch gerade hier. Putze, schlaf gut. Ja, 45 Minuten ist noch nicht so wahnsinnig lang, aber ich glaube, es ist hier einfach eine gute Stelle. Und dann werden wir sie hier noch ein bisschen aufbauen. Damit wir direkt loslegen können. Saugt mal was. Jetzt ist er müde. Oh, toll. Okay, ein anderer leitet die Expedition, nämlich Po. Du dann halt nicht. Du kannst aber noch ein bisschen Insektenlarven naschen. Als proteinreichen Nachtisch. Aber erst, wenn das Wasser nichts mehr bringt. Also jetzt. Ah, vielleicht geben wir noch das Warten-Neuron. Tja, wieder Buffy. Die Dinge und Zeiten ändern sich. So, ich denke, ihr seid jetzt fit. Du und Po, ihr könnt losziehen. Ihr seid ein gutes Pärchen. Das auch, wobei, na, eigentlich, wir müssen Po nehmen und den steuern. Weil der Affe hier ist schon so müde. Wo ist denn Po? Eigentlich folgt er uns ja. Ach da. Natürlich. Also dann. Po ist sehr fit. Bereit zu neuen Taten. Ach so. Kann man dir das was geben? Kann man. Genau. Dann nehmt ihr beiden mal das. Die Frage ist, wie groß die Gruppe sein muss. Wird man noch einen dritten mitnehmen? Mir folgen? Ja, das sieht gut aus. Wir haben keinen erwachsenen Affen dabei, der eine Mutation hat, weil die sind ja wichtig. Jetzt haben wir nur einen Knochen zu wenig. Hier liegt noch einer rum. Okay, dann komm du mal her. Du kriegst jetzt den da. Po nimmt sich den. Wenn er den Felsen erklimmen kann, der so steil ist. Und dann haben wir drei erwachsene Affen mit Knüppeln bewaffnet.
die nichts anderes tun sollen, als andere Viecher einzuschüchtern in der Gruppe. Und wenn das nicht geht, dann halt verprügeln. Wir gehen mal hier in die Sonne, auf diese kleine Lichtung. Dann hier Aufstellung. Schuhputzkontrolle. Naja, der Knochen sitzt, die Läuse auch. Deswegen ist hier Schluss und weiter mit dieser Affenarmada auf bedrohlicher Mission. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.